Servus, mein Lieber. Ja, moin, was geht? Und ich? Ja, ganz genau. Ich jage die Mode. Und ich bin schwul. Ja, es ist mal wieder Zeit für eine neue Runde Spaß mit kleinen Kindern, für Spaß kleine mit Kinder. Flaggen. Spaß heute mit präsentieren Flaggen. Wir Spaß mit Flaggen. So. Ich bin ja wahrscheinlich dabei, ja. Und das ist jetzt sozusagen der Countdown zu Folge 600. Und es gibt einiges zu tun, meine Freunde. Wie 3, 2, 1, Party. Und Störgeräusche, ich hab's gesagt. Ja, seine Katze ist schon nervig, ne? Dass sie immer bellt. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ne Esel. Oh. Jetzt bin ich doch glatt hier runtergefallen. Habe ich ein Jetpack dabei? Nein, ich habe kein Jetpack. Und da versteckt sich Lava. Ganz vergessen. Nein, lass mich hoch. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Habe ich nicht irgendwo eine Treppe? Ach da. Ach, jetzt habe ich ja alles dicht gebaut. Oh Mann. Ich will ein zweites AKW bauen. Nochmal ein zweites? Okay, cool. Oh. Ich setze mehr auf erneuerbare Energie in der nächsten Zeit. Das ist schon für weil ich werde meinen Reaktor wohl nicht mehr antreiben können so schnell, weil ich habe, was weiß ich, wie wenig Uran. Und ich brauche 100, um den einmal richtig durchlaufen zu lassen. Okay. Ich mag AKWs. Jetzt so Frau Roth interessiert hier jetzt keinen mehr. Wer ist denn der neue Chef der Grünen? Ach egal, auf jeden Fall der Chef der Grünen so. So. So, was ich jetzt die ganze Zeit machen wollte, war... Dumm sein. Ach, jetzt meine Gedanken lesen? Jetzt ist der MFSU voll, so eine Kacke. Ich habe jetzt hier einen vollen MFSU, den ich für nichts brauche. Was mache ich denn jetzt damit? Ach so, noch was. Ich grüße euch mal von meinem Standort, also Grüße aus Dänemark, ja. Ja. Dänemark. Die Luft hier ist frisch, ne? Stinkt aber alles so nach Meer, weißt du? So Natur, Seetang. Als würde man auf dem Fischgott arbeiten, nur das ist überall. Überall in Dänemark riecht's nach Fisch. Okay. Nein, das war ein Scherz. Die Luft ist gut. Aber die Kartoffeln schmecken nach Erde. Okay. Und Erde schmeckt nach Kartoffeln, ne? Ganz genau. Und das Internet hier ist besser. Also bei mir zu Hause auf dem Dorf habe ich 3K. Und hier habe ich halt 16K und das ist so amazing. Ist cool, das kann man sich nicht vorstellen, ja. Ach, hier habe ich auch noch Stuff. Ja. Jetzt will ich gar nicht wieder nach Hause, du. Ja, bleib mal in Dänemark. Vor allem die Bockwürstchen und so, die sind hier richtig geil. Sind zwar deutsche Bockwürstchen, also Frankfurter und so, aber irgendwie haben die hier so geil so warm gemacht. Okay. Schmeckt einfach richtig knusprig. Voll cool. Ich hoffe, jetzt kommt kein Gas. Also der Lava Lake sieht schon mal richtig interessant aus. Ich kann mittlerweile schon runter auf Höhe 29. Das war mal in Höhe 32. Okay. Quartz Fiber. Warum stehen hier eigentlich zwei Dimensional Anker? Nein! Ich bin in Lava gefallen. Alter, lass mich raus! Scheiße! Scheiße. Was machst du da denn? Nein, schon wieder reingefallen.
Ich bin in Lava gefallen und kam nicht mehr raus. Und das Dumme ist, meine Hose gibt bald den Geist auf. Ich wäre hier beinahe drin gestorben. Das warum, ist ja irgendwie witzig. Warum sind hier... Hä? Voll, voll. Den baue ich mal ab. Der hat hier nichts zu suchen. Der ist doch auf was weiß ich wie viele Chunks eingestellt. Lol, wollt ihr mich verarschen? Hier standen zwei, warum auch immer, hier standen hier zwei Dimensional Anker. Und keiner davon war so eingestellt wie der, den wir früher eingestellt hatten. Beide stehen auf Non. Ich war das Ganze hier nicht. Stell den mal wieder auf 3x3 Chunks. So, jetzt ist klar, dass er da viel raushaut, ne? Weißt du, ich werde nochmal eine zweite Pumpe anbauen. Das wäre vielleicht das Beste für alle Beteiligten, ne? Nur für dich, mir ist es egal. Oh Mann! Was ist denn passiert? Wo bin ich hier denn jetzt? Ach, in deiner Villa! Lol, ich hab's vergessen. Die predigt doch zu mir. Nö, nö. Wieso, wo bist denn du? Ich wollte auch noch dein Geschenk bauen. Du müsstest mich sehen, also ich bin links von dir. Ach da. Wie eine Banane. Also ich möchte mal hier eins klarstellen, ne? Lol. Mann. Es tut mir da leid, fehlen dir die Worte, ne? Wenn ich Event... Na ja, gut, nee. Es tut mir leid, dass ich gelegentlich in vorherigen Folgen fremdenfeindliche Äußerungen gemacht haben sollte. Ja? Also, es tut mir... Sorry, ne? Also, ja. Das war's schon. Okay. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie den Eindruck bekommt, ich wäre irgendwie politisch rechtsorientiert. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Ich bin ein sehr toleranter Mensch. In meinem Freundeskreis befinden sich viele Menschen mit Migrationshintergrund und... Ne? Ich bin ein ganz normaler Mensch und sorry. Scheiße labern tun ja viele, wenn sie Langeweile haben, schräg jung sind, ne? Und, ja, ich werde damit auch aufhören, weil das irgendwie niveaulos ist und daneben. Also, lieber schweige ich mal, als irgendwie Scheiße zu labern. Also, fremdfeindliche Scheiße, ne? Also, ja. Also das Wort Penis und Vagina werdet ihr bei mir noch ganz oft hören. So, ne, das Thema mit den Bienchen und Blümchen, ne? Und jetzt kannst du ruhig wieder das Wort übernehmen. War da eine Frage noch, wo ist dieser Tradomat mit dem Uran? Lol, ich glaube, den gibt's gar nicht mehr. Scheiße. Vor zwei Wochen war der noch hier. Das kann gut sein. Scheiße. Ja, da musst du wohl Uran selber finden, ne? Scheiße. Am besten einen neu generierten Biom, weil da kannst du Uraninite finden. Kann man hier eigentlich schon Uraninite finden? Ich glaube nicht. Mal umschauen, gibt's hier schon irgendwas Neues? Sollte mal ein Stückchen tiefer. Ich glaube, hier habe ich auch noch keine neuen Sachen erschlossen. Gut, ich habe 4 Uranium Ore und 4 Refined Uranium. Das macht 7. Nein, Spaß. 25. Das macht 8, also fehlen mir noch 12. Gut, dann lade ich jetzt mal meinen kaiserlichen Bohrer auf. Du hast einen kaiserlichen Bohrer? Ja, ich habe auch einen kaiserlichen Bogen. Ne. Und einen Knüppel, der heißt ja schon wieder steif.
Ach ja, den haben wir im letzten Take gesehen. Ja? Ja. Ach ja, du wurdest angestiftet, den... Ah nee, nee, du wurdest nicht angestiftet. Der ist in der Ender Chest. Ich weiß, du, so, soll ich den stehlen? Nee, lass ich mal lieber, das wäre gemein. Ich habe die ersten 5 Minuten geguckt, da hatte ich keine Lust mehr. Oh, ist ganz gut. Da sind schlimme Dinge passiert, über die ich nicht stolz bin. Okay. Ja, was mache ich jetzt eigentlich mit dem ganzen normalen Raycraft-Schwefel? Damit kann man ja jetzt nichts anfangen. Ach doch! Weißt du was? Ich mach mal Schwarzpulver bis zum geht nicht mehr. Da mache ich gleich mal, was weiß ich, wie viele Stacks von. Die Frage ist jetzt, ist die Banane krumm? Ich glaube nicht. Also oft sitze ich echt wie so eine Banane, das ist witzig, ne? Klar, irgendwie habe ich jetzt Rückenschmerzen, aber ich bin eine waschechte Banane, du. Dude. Ich brauche Holz. Ich glaube, ich reiße hier einfach die Wände ein. Ich habe keinen Bock, Holz zu sammeln. Also ich meine jetzt Holz zu holen. Deswegen reiße ich hier jetzt so die Wände ein, ist mir egal. Das klingt doch interessant. Stumpf, ne? Ein bisschen. Mit einer Eisenspitzhacke kann man auch alles abbauen, ne? Kommt drauf an, inwiefern du alles, Erze. Nicht ganz. Ich glaube nicht. Oder? Keine Ahnung. Vielleicht ja doch. Bin mir da gerade nicht so sicher. Wie macht man mit Yu-Yu Meta Gold? Du brauchst 5 Yu-Yu Meta. Und die legst du hin wie... Wie so ein Kreuz. Nein, Mann. So, wie viel Schwarzpulver habe ich denn jetzt eigentlich? 1092. Jetzt habe ich 2 Golderz. Wie viel Gold braucht man denn für so einen Diamanten? 4 Goldbahnen ergeben 1 Diamanten. Ich muss mir erstmal wieder 9 Miniumstein bauen. Ich habe meinen zerschossen. Okay. 1, 2. Ich hab jetzt... Alter. Ich hab jetzt 15 Yu-Yu Meta geopfert für 6 Golderz. Tja. Die tust du im Meserator. Oh, scheiße, zu spät. Ich hab den Ofen getan. Nein, Spaß. Das wär so behindert. So, jetzt brauche ich Miniumstein, weil ich keine Lust habe, den zu holen. Ey, ganz ehrlich, wie faul bin ich eigentlich? Völlig krank. Lol, bin ich doof? Jetzt sag mal nicht mehr... Aber man braucht 5! Verdammt! Ich dachte, es wären 4 Stacks, 4 Schwarzpulver und 5 Sand, aber das hab ich mich wohl geirrt. Der Sand kommt nämlich hier hin. So. Ich höre jetzt aber wirklich auf mit unangebrachten Äußerungen bezüglich der dunklen Vergangenheit unseres Landes. Mann! Du kannst über die dunkle Zukunft unseres Landes reden. Okay. Mit Angie. Wir annektieren Kanada. Alter, ich habe 1 FPS gerade, ne? Lol. Die guten alten Zeiten, wo du noch mit dem Laptop gezockt hast. Ja, ich erinnere mich. Das waren Zeiten, ja. Ich erinnere mich nur allzu gut, weil ich gerade mit dem Laptop hier zu werkeln bin. Ach, das ist der Laptop. Ja. Das ist ja cool. Wieso? Ich find's lustig. Ironie. Ja, bevor Folge 600 kommt, nochmal so ein Blick in die Vergangenheit. Ne? Ich habe gerade den Laptop, den ich früher hatte. Zu der Zeit hatte ich doch auch gesagt, scheiße, meine Cola ist umgekippt, oder? Hatte ich doch schon den Rechner. Ja, da hattest du schon den Rechner, das glaube ich. Oh. Was wollte ich denn? Ach, ich wollte dir dein Geschenk bauen. Das müssen wir noch glatt mal machen hier. Eine... Psch, 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 nicht sagen. Ey,
Zuschauer, nix sagen. Ich warne euch. Wenn es mir nicht gefällt, verlasse ich dich. Das wird dir gefallen, glaub mir. So viel Geld kannst du nicht für eine Person zahlen, dass es mir gefallen wird. Was? Okay. Also es ist auch stark gemacht, das ist ein kleiner Tipp. Immer nichts verraten, wird bestimmt irgendwie eine Antimeter-Rakete oder so. Aber einfach nicht. Lol, das würde dich sogar freuen, oder nicht? Wenn das so wäre. Antimeter-Rakete? Ja. Ja. Irgendwie schon. So haben wir 50 Koks, hier haben wir nochmal 50 Koks, hier haben wir nochmal 50 Koks. Nichts verraten. Hä, das hat damit nichts zu tun. Ich prahl nur damit, dass ich so viel Koks hab. Also, ich hab glaube ich 4. Wie viel Teeröl hab ich denn jetzt eigentlich? 193.000 Millibuckets. Irgendwas ach, man stimmt kann, hier noch. Man nicht. Kann ja rennen, wenn man Steuerung drückt. Ja, da war aber was. Ja. Woodstock, das waren Zeiten, du. Also irgendwas stimmt noch nicht ganz mit dem Tank, aber das kriegen wir schon noch irgendwo irgendwie hin. So, ich brauche eine Rolling Machine. Nichts verraten. Ne? Habe ich denn jetzt eigentlich so ein bisschen... Nee? Außerdem baue ich mir einen Crystal Bow später, weil ich einen Tipp bekommen habe, dass der besser ist. Der ist einiges besser. Stimmt auch irgendwie, dass ein Legia Bow ja eh nur einen Fall mit einem Fall trifft. Also man schießt auf eine Masse so. Daran kann ich gleich ein MG nehmen. Hast du es im Livestream mitbekommen? Wie heißt es in einem Eistee? Ich glaube, ich habe den anderen one-hitted mit dem Crystal Bow. Doch, bei dir. Das war cool, weil der hatte keine Rüstung. Mich hast du auch one-hitted. Ja, das war cool. Minium. Alter, ich habe 227 Minium-Scherben. Läuft. Oh, ich glaube, ich werde die einfach alle mal in Recycler hauen. So. Wie macht man denn jetzt aus Gold Diamanten? Ach so, hab schon. Ich hab jetzt 3 Diamanten. Oh, da habe ich ja gleich mal zu viele gemacht, ich Idiot. Ach du Kacke. Behalte ich dann die Stahlplatten oder mache ich mir zu viele davon? Ich kommentiere einfach mal gar nichts mehr dazu. Bevor ich mich hier noch verplapper. Ich pack einfach das Koks weg und gut ist. So, weißt du, die pack ich hier rein und fertig. Hier hatte ich noch welche! Warum sagt ihr denn das nicht? Oh, wir sollten noch ruhig sein. Ich denke, die sollten nur ruhig sein. Lol. Okay. Davon sollte ich noch was haben. Ich brauche ja nur 7, 14. Dann brauche ich. Ach da. Okay. So. Eigentlich mal ein neues Erz drin, was ich noch nicht einprogrammiert habe. Weil ich habe nämlich jetzt alles automatisiert. Ich muss einfach nur die Erze in mein ME-System reinlegen und die werden automatisch verarbeitet. Das ist doch gut. So, wie macht man sich die Dinger denn? Habe ich nicht auch Bücher, so Enchanting-Bücher? Müsste ich eigentlich... Gut, dass ich davon so viel habe. Ich bin Level 45. Ich bin Level 9. Ich wurde von der Nuke getötet. Da verliert man die Level? Ach nee, ich habe die wohl nicht verloren. Wir haben ja Keep Inventory. Schade. Gut, sonst hätte ich nämlich alles verloren. So, vielleicht kann ich damit nochmal irgendeinen Mitspieler trollen eines Tages. Was? Ach nix. Schlag, Glück. Stärke ist für den Bogen. So. Kann man damit nicht? Nee, kann man nicht. Das war Stahl.
2. Nein, ich brauche 4. So. Dann brauche ich nur noch ein davon. Haben wir die? Na, wo haben wir die? Habe ich bestimmt alle verfeuert? Ne, da haben wir noch welche. Gut. Wann bin ich froh, dass ich keinen Vorpal mehr habe? So, dazu gibt's. Boah, ich hatte gerade fast Standbild, ey. Aber jetzt geht's wieder. Dazu gibt's 16. Ich habe jetzt gerade 40 FPS. Okay. Damit kann man ja eigentlich arbeiten, ne? Jo. Okay, jetzt höre ich kurz wieder ein, jetzt höre ich wieder die ganze Zeit 40. Das ist manchmal so, dass es kurz richtig hart laggt. Jo, verständlich, ne? Ich vermisse meine paar hundert FPS. Oh. Dann sei froh, dass wir hier noch nicht NBC, dass wir hier noch nicht NBC Lite zocken. Was, also wie viel FPS hättest du dann? Minus dauerhaft, 3. Dauerhaft ein, auf jeden Fall. Was? Entschuldigung. Nein, das ist nicht zu tolerieren. Ist mir egal. So, bei mir gehen die FPS auch wieder runter. Schön. Lappen. So, das ist zum Fahren und das wird mit einer Truhe. Das habe ich meinen. Nee, habe ich nicht. Wo habe ich den hingelegt? So, dann würde ich sagen. Auf! Kann sein, dass da noch die Spinne ist. Es wird vielleicht eines Tages nochmal ein bisschen geupgradet und dann könnten wir vielleicht eines Tages die Homo-Villa upgraden zu Homo, zum Homo-Palast. noch ein Schritt schwuler als vorher. Ja. Da brauchen wir noch ein paar Tiger dann. So. Jetzt habe ich auch endlich wieder eine freie Hand. Na klar. Das ist so eklig. Ich kann immer nur mit einer Hand spielen, weißt du? Alter, denn ich gerade eben noch ein Backup gemacht. Die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Wie, du hast Spaß? Ich hab Spaß. Oh Mann, ich kann nicht weiter singen. Das wäre wieder fremdenfeindlich. Hä? Ich geb Gas. Ja, aber das ist doch ein Zitat. Mein ja, Gott. Stimmt, das stimmt. Ich will Spaß. Ich hab Spaß. Spaß. Der fährt richtig. Nee. So, ich würde sagen. Ah, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Nicht, dass du zu früh kommst. Oh, ich bin schon gekommen. Oh, hier fehlen noch Goldschienen. Dann mache ich das hier. So. So, mal gucken. Zu den Pages. Ich gehe jetzt in so eine Welt. Ah, Creeper. Was macht ein Creeper da in der Homo-Villa? Das weiß ich nicht. Es gibt so einen Mod, da kann man aus Stein so einen Hammer haben und damit macht man immer so ein 3x3 Feld weg. So, bevor du das mit den Pages machst, geh mal die U-Bahn runter. Geh mal in die U-Bahn. Da erwartet dich dein Geschenk. Okay. Wo denn?
Die Strecke von deiner Villa, wo du die Treppe runter gehst, von da aus lang gelaufen in dem Gang. Ich komme aber gerade von Homo Villa. Nö, dann kommst du halt so. Erste Villa plus Farm von Johnny. Ich sehe da eine Person. Ich gucke einfach mal auf den Boden. Tada! Das man geil, ne? LOL. Okay. Warte, ich hab grad wieder eine Fest. Also die funktioniert folgendermaßen. Running, kannst du dir vorstellen, was das ist? Komm schon, mein Alter. Stell die aber erstmal nur auf kleinste Stufe. Nicht, dass du da in die Luft fliegst oder so. Lol, wieso füllt sich der Tank denn nicht? Ach doch, jetzt. So, jetzt solltest du dich reinsetzen und auf Running drücken. Hast du schon auf Running gedrückt? Lol, das wird mir nicht angezeigt. Komisch. Wenn er bei 100 Grad ist, fängt er auch an, Dampf aufzubauen. Und dann sollte die so langsam losfahren. Lass es aber wirklich erstmal auf erster Stufe. Nicht, dass sie die nachher in die Luft fliegt. Okay. Also im Grunde kannst du da nichts falsch machen, aber wie ich dich kenne, passieren wieder schlimme Dinge. Ja. Ich würde ja mitfahren, aber ich habe jetzt kein anderes Minecart mehr mitgenommen. Und wie kann man die verbinden? Tschüss. Oh, shoot, shoot, alles einsteigen. Lol. Kannst du auch noch höher machen, wenn sie dir zu langsam ist, bei den Stufen. Ich hol dich im Laufen. Lol. Ja. Okay, ich stehe lieber nur auf 2. Das passieren noch schlimme Dinge. Lol, angehalten? Na, dein Internet doch nicht so gut. Hä? Was ist passiert? Nichts. Ich habe einfach nur mein Mikro angemacht. Ach so. Ja, so, ja, ich dachte irgendwie, du hättest jetzt irgendwas. Ich hab die auf 3. Stufe gedrückt. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Viel Spaß. Ich hab die F4. Nee, mach die mal runter. Du fliegst in die Luft, mach die mal runter. Ja, ich hab schon wieder auf 1, Mann. Jetzt mich für den Irren. Ja. Aber das ist cool, danke. Ich wusste erst nicht, was das ist, aber... Dann ist mir aufgefallen, dass es irgendwie eine Lok zu sein scheint. Kann sein, dass du in Busurahausen schon ein Stückchen weiter fährst. Aber ich habe ein bisschen Schienen verlegt. Ich habe auf Shutdown geklickt, aber der hält nicht an. Das liegt daran, dass die Highspeed-Schienen dich nicht mehr stoppen lassen. Du fährst jetzt in den Tod, da habe ich nämlich eine Falle installiert. Du bist so böse. Nein, war ein Scherz. Es sei denn, du fliegst in die Luft, dann war das doch kein Scherz, aber das war nicht vorher gesehen.